Ja, hallo, meine Lieben. Das ist ein Fortschrittsberichtsvideo. Ich habe aber auch gerade Kunden zur Besichtigung da. Die wollen wahrscheinlich die eine von den zwei, drei Zimmerwohnungen haben und hier das Video machen. Das ist Lars und Alexandra ihre. Da gehe ich jetzt nicht rein. Das ist schon verkauft und privat. Das ist, da nenne ich jetzt keinen Namen. Das ist von meinen Freunden aus. Liebe Grüße auch an euch, meine Familie S. Sich diese schöne Wohnung gekauft und echt groß. Das ist echt, auch das Wohnzimmer hier wirkt wirklich, was heißt wirkt? Das ist echt groß. Ja, ja, sie wollten den Fortschrittsbericht sehen. Ja, meine Lieben, ihr seht, die Eingangstür ist auch schon da und die Fenster sind auch schon da. Ja. Die ist verkauft, die ist verkauft, die ist verkauft, die ist verkauft. Und wer noch... Wenn es die nicht zu lange, hätte ich ja noch drei oder zwei, ne, je nachdem. Und ich habe auch eine für Katzen- und Hundebesitzer mit 10 Quadratmeter eigenem Gartenbereich, im der Gartenduplex. Sehr schöne, große Wohnung, die filme ich jetzt gleich. Aber jetzt erstmal für meine aktuellen Kunden. Dann haben wir auch die Decken schon soweit und dass die LED-Lampen reinkommen. Und hier kurz mal... Hier passt sogar noch locker ein Tisch rein mit 3-4 Stühlen. Dann haben wir auch Wasseranschluss für die Pflanzen. Dann Pool ist, die Mauer haben wir ja schon gezeigt. Ja Leute, bei uns geht es voran. Ne? Leider höre ich von einigen anderen Baustellen, dass da Baustopp ist. Keine Ahnung warum. Kann ich auch nichts machen. Mir ist es auch egal. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Mir ist es egal, ich kümmere mich nur um die Objekte, wo ich verkaufe. Also wenn hier irgendwas wäre, das ist mein Problem. Aber ich habe hier zum Glück kein Problem, weil ich ja nur mit Leuten zusammenarbeite, wo ich weiß, dass es klappt und dass sie Geld haben. Ja, meine Familie S aus H, hier wie ihr gewünscht habt, das Klo etwas enger beisammen. Dann hier das Arbeitszimmer. Ja, Fenster sind jetzt drin. Und man hört nichts. Man hört echt nichts, außer die Hühner vielleicht. Ja. Dann schauen wir mal schnell rauf. Dann hier haben wir das auch schon vorbereitet, so als Ablagestelle für den Staubsauger, Besenraum. Das ist noch nicht ganz fertig, ihr seht schon, das muss noch gemacht werden. Dann haben wir hier nochmal die Terrasse. Die Türen kommen innerhalb von 2 Wochen. Und also hier ein Zimmer, dann hier ein Zimmer mit Terrassenzugang, dann hier ein Bad mit Dusche, riesengroß, also ich muss schon sagen, riesengroß. Dann hier nochmal ein Zimmer mit Riesenbad wieder, dann hier nochmal ein Zimmer, das würde ich als Eltern, schnappt euch dieses Zimmer, schnappt euch dieses Zimmer. Die Aussicht wirklich super, hier kommen die Klimaanlagen her, schaut mal, ja, schön oder, die Terrasse schön groß und schaut mal die Aussicht an, das Gute ist, hier darf nichts gebaut werden und nochmal eine gute Nachricht, das hat mir die Alexandra heute gesagt. Hier hat ein BIM, macht ein BIM auf, gleich hier an dem Gebäude. Also ist doch super, oder? Ganz nah macht ein BIM auf. Ja? Und da vorne hinten ist die Metro, also mit dem Auto 5 Minuten und ihr seid am Strand. Zu Fuß über eine halbe Stunde schon. Aber wer so einen schönen Pool hat, der, ich freue mich schon damit, euch hier einen Kaffee zu trinken, wenn ihr mich einladen tut natürlich. Ja, meine Lieben. Diese Wohnung ist schon verkauft und das war jetzt ein Fortschrittsbericht. Ich muss jetzt runter zu meinen Kunden. Ich habe sie allein gelassen. Ich lasse meine Kunden immer alleine. Bei Besichtigungen lasse ich meine Kunden oft alleine ein paar Minuten, damit sie nicht zugelabert werden. Ich hasse das. Ich kenne so viele Makler, ja, die lassen die Leute nie in Ruhe sich die Objekte anschauen. Ja. Und ich mag das nicht.
Oder die rufen dann einem hinterher. Moment. Fortschrittsbericht, also Aufzug, Edelstahl. Ja, also ich hasse das. Die lassen die Kunden nicht in Ruhe ihre Sachen anschauen oder rufen einen telefonmäßig hinterher und wollen sie kaufen, wollen sie kaufen. Eine Stunde wieder und wollen sie kaufen. Wenn sie nicht kaufen, dann kauft jemand anderes. Ja, dann verkaufst du halt jemand anderes, so Depp, warum machst du einen Stress? Ich hasse sowas. Ich rufe niemanden hinterher. Wenn einer will, wenn es einem gefällt, der soll er zu lange. Okay, meine Lieben. Ich mache jetzt mal, wir sind schon da. So, seid ihr da? Wo seid ihr? Ah, merhaba, merhaba. Bin ich falsch? Merhaba, merhaba. Seid ihr da? Ah, okay. Ja, und hier haben wir Zugang zum Pool. Und der eigene Garten. Hier wäre der Garten. Hier wäre der Garten. Das wäre der Pool. Und das ist eigentlich eine Vierzimmerwohnung, aber eingetragen ist sie als Dreizimmerwohnung. Ja Leute, also wer Interesse hat, muss bald zu lange. Ich sage ja nichts mehr. Ihr seid nicht drauf, ja, ich film nur. Und, gefällt es euch? Ja, ja. Aber nicht weg. Brauchen wir nicht. Ganz ehrlich, hast du gesagt, brauchst du nicht. Was? Brauchst du nicht so große, brauchst du nicht. Nee, eigentlich, und du, ja, schön, aber eigentlich für mich würde das reichen. Ne? Zwei Personen. Und das kostet das heute So, ich sag jetzt mal tschüss, liebe Grüße, bis zum nächsten Video. So, Fortschrittsbericht. Hier, warte mal, ihn darf ich jetzt nicht filmen. Die darf ich auch nicht filmen. Hier die Mauer ist schon gemacht. Hier ist dann der Eingang mit der Funkfernbedienung. Und hier können wir parken. Passt doch, da ist locker 5 Autos. Hier nochmal ein paar Autos, oder? So, okay, das war jetzt der Fortschrittsbericht. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler.